Willkommen bei CESE Automotive. Hier Cap Spoiler, sagt man nicht so, wie auch immer. Wir haben hier Heckflügel für den Golf 8 GTI. Passt natürlich auch bei allen anderen GTI, GTD, Airline. Weiß gar nicht. Schaut einfach mal bei uns im Shop. Da ist das alles super beschrieben, an welche Fahrzeuge das passt. Und wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr natürlich anrufen. Oder sogar bei uns oben HSN-TSN eingeben. Das funktioniert auch ganz gut. Wichtig bei diesen Spoilern, ich sehe es immer wieder bei Kunden, der ist zu kurz, der ist zu lang. Ja klar, wenn ihr den nicht richtig positioniert, ist er zu kurz oder zu lang. Denn der Konstrukteur muss ja irgendwo sich orientieren. Mal übertrieben, ne? So, machen wir ganz hinten hin, dann fehlen mir natürlich hier einen Zentimeter. Jetzt machen wir mal ganz weit vorne hin, dann ist er natürlich zu lang. Also, was machen wir? Wir haben ja hier natürlich einerseits die Sicke. Dann haben wir natürlich hier das Material in seiner Länge. So, und dann muss ich sagen, passt wie angegossen. Ist es so gut. Und wenn ihr jetzt sicher gehen wollt, könnt ihr auch einfach vom Deckel in der Mitte dieses Maß von uns bekommen. Und dann seid ihr euch ganz sicher, sind wir richtig oder sind wir nicht richtig. Dieses Maß haben wir in unseren Datenbanken oder können jetzt auch mal für euch in den CAD-Daten ausmessen. Sauber machen. Das ist übrigens noch Heckflügel der ersten Generation von uns, sage ich jetzt mal, unten offen. Bitte nicht schimpfen, dass da unten der Kunststoff zu sehen ist. Für alle, die sich jetzt dann unter das Auto legen wollen und von unten nach oben schauen möchten, für die gibt es nämlich jetzt dann auch geschlossene Heckflügel, auch für den Golf 8. Haben wir gesagt, in den nächsten Videos tauschen wir den dann aus. So, wenn man jetzt von hier oben nochmal reinschaut, ne, liegt alles schön ordentlich an. Wir haben die Sicken hier auch mitgenommen, konstruktiv. Also nicht einfach hier gerade das Brett gebaut, sondern die Kontur des Fahrzeuges mitgenommen. Von dem her sitzt es ordentlich und schaut auch für das Auto passend aus. Denn Universalteile verkaufen andere wir nicht. In diesem Sinne. Es geht weiter mit Golf 8 GTI in den nächsten Folgen. Deswegen bleibt dran, bleibt dabei, wohlwollende Kommentare teilen, liken und bis bald. CESE.